Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autophorie. Heute geht es um dieses Schmuckstück. Das ist der neue BMW M850i Grand Coupé. Wir starten ganz klassisch mit dem Design, bevor ich hier noch vom Winde verweht werde. Und zwar hier vorne an der Front bzw. der Motorhaube. Ihr seht es schon, wir haben eine sehr große dominierende Motorhaube, sehr lang gezogen und wir haben gerade Linienführung, das heißt kein Schnickschnack. Hier spricht wirklich die glatte Fläche für sich. Wir sehen allerdings ein wenig Chrom, das findet ihr auch an anderen Stellen noch des Fahrzeugs gleich wieder. Die klassischen BMW-Nähchen, die sind dann zum einen recht breit, aber auch flach gehalten, also im Prinzip wie das ganze Fahrzeug. Darunter sehen wir dann noch einen Grill in schwarz gehalten mit einer Wabenstruktur drin und links und rechts sehr große Lufteinlässe. Dann kommen wir zu den Scheinwerfern beziehungsweise dem Licht an sich. Serienmäßig haben wir tatsächlich hier adaptive LED-Scheinwerfer. Wir haben jetzt allerdings noch das i-Tüpfelchen oben drauf hier, nämlich BMW Laserlicht. Auch hier sehen wir eine klare Linienführung bei den Scheinwerfern selbst. Und ja, es sind tatsächlich die flachsten Scheinwerfer, die wir in der BMW-Familie finden können. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Seite, beziehungsweise zu den Felgen. Genau, die messen nämlich 20 Zoll und ja, das Ganze ist dann serienmäßig. Unser Testwagen hier hat übrigens die Farbe Tanzanit Blau Metallic. Das heißt, wir haben einen dunklen Blauton, der je nach Licht ein wenig heller oder dunkler wirkt und der dann gleichzeitig noch silberne bzw. weitere Blautöne als Pigmente, als Schimmerpigmente im Lack selber mit drin hat. Chrom dann auch als Rahmen um die Fensterlinien drumherum. Hier sieht man das auch wirklich nochmal sehr schön. Das Fahrzeug ist wirklich in die Länge gezogen. Es geht um die Länge und wir haben keinen Schnickschnack, der sonst noch irgendwie ablenkt. Die Karosserieform hat wirklich eine durchgehende gerade Linie und dann nur ein bisschen Bewegung an der Seite. Dementsprechend dann auch die Fensterlinie sehr schmal gehalten und hinten läuft sie dann noch etwas zu. Im Hinterbereich übrigens dann nochmal abgedunkelt. Die B-Säule ist schwarz abgesetzt, damit die Fensterlinie nicht unterbrochen wird. Die C-Säule ist dann wirklich, ja, würde ich mal sagen, sehr aussagekräftig, sehr breit geworden. Unser Testwagen hier hat das optionale Glaspanoramadach. Es gibt allerdings noch eine Variante, die aus Carbon besteht, also ein Carbondach. Das kostet dann 3000 Euro Aufpreis. Und es gibt auch noch ein Carbon-Exterieur-Paket und das kostet dann 4100 Euro. Und ja, dieser Wagen endet dann auch in einem aussagekräftigen Heck. Hierhin haben wir nochmal die Kante, die so ganz kurz noch nach oben geht. Wir haben wirklich sehr lang gezogene Rückläufen, die sich um das Fahrzeug herumschlingen und wir haben gleich mehrere Ebenen, mehrere Dimensionen, die dann das Fahrzeug hier mit sich bringt. Links und rechts, schön eingerahmt mit Chrom, 2x2 Endrohre, sprich hier zwei, da zwei und das Ganze verbirgt natürlich auch noch einen Kofferraum unter sich, den ich hier mit dem optionalen Fußkick mal geöffnet habe. Und dann seht ihr hier ein Ladevolumen von 440 Litern. M850e ist eigentlich eine Bezeichnung, die sagt einem so gut wie sofort, was hier drunter steckt, nämlich der 4,4 Liter V8 Biturbo mit 530 Pferdchen, 750 Newtonmeter Drehmoment. Allradantrieb ist auch direkt mit dabei. Die Integralaktivlenkung, das heißt die mitlenkende Hinterachse, ist auch mit dabei in diesem Fall. Es geht in sagenhaft flotten 3,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Warum sagenhaft? Weil dieses Gefährt gut über 2 Tonnen wiegt. Also dieses Triebwerk hat es ordentlich drauf. Dann haben wir, was die Extras angeht, aber hier noch das adaptive M-Fahrwerk mit dabei. Zudem sei angefügt, unten findet ihr auch mal die WLTP-Werte. Ich weiß, der ein oder andere interessiert sich immer mehr dafür. Und ja, der NEFZ-Wert scheint übertrieben. Aber ohne das jetzt hier nachvollziehen zu wollen, denn wir möchten uns jetzt wirklich auf die sportlichen Faktoren beziehen, man kann durchaus mit plus minus 10 Liter damit unterwegs sein. Darauf werden wir heute aber verzichten. Aber was den Innenraum angeht, starten wir heute mal im Vor-Einstieg. Ist für den sportlich Ambitionierten überhaupt kein Problem. Und hier drinnen einmal angekommen, Kopffreiheit würde ich jetzt mit Grad einer flachen Hand bezeichnen. Hinter meiner Fahrerposition von 1,80 Meter habe ich aber noch gut an den Knien Platz. Es wirkt von außen etwas knapp, aber es geht eigentlich. So theoretisch gesehen ist das jetzt hier eine Dreiersitzbank. Allerdings, wenn jemand in der Mitte sitzen möchte, wird es echt schnuckelig hier innen. Aber dafür haben wir von
Komfortfeatures her noch zweimal USB-C hier und auch nochmal ein Bedienteil für die Klimaautomatik. Zudem Sitzheizung auf den äußeren Vorsitzen, die auch schon eher sportlich geschnitten sind. Und ihr seht es sicherlich schon, Coupé steht im Namen. Coupé sehen wir dann auch wirklich im Innenraum. Alles ist wirklich auf den Fahrer fokussiert. Das heißt, alles neigt sich so ein wenig in die Richtung. Jetzt werfen wir aber zunächst mal einen Blick auf die Sitze, die in unserem Fall hier komplett perforiert sind, wie ihr sehen könnt, außer in diesen Seitenbereichen. Wir haben hier einen Mix aus cognacbraunem Leder und diesem hellen Leder. Tatsächlich handelt es sich hierbei um das Merino-Leder, also die optionale Variante serienmäßig. Ist nämlich auch schon eine Lederausstattung dabei. Die besteht dann allerdings aus Vernasca-Leder. Eben dieses Leder zieht sich dann wirklich komplett durch den Innenraum. Das heißt, wir sehen es in den Türen, aber auch hier oben am Dashboard zum Beispiel. Dieser Bereich ist gleichzeitig übrigens nochmal so ganz weich unterlegt. Selbstverständlich auch hier im Bereich der Armlehne. Weitere Materialien sind dann zum einen dieses Metall. Es ist wie so ein satinierte Leisten, also nicht wirklich Hochglanz. Hochglanz ist dann aber das Schwarz, was ihr hier vor allen Dingen in der Mittelkonsole sehen könnt. Der Bereich hier sollte euch schon bekannt sein, wenn ihr uns regelmäßig verfolgt. Sprich, wir haben hier das 10,25 große Display und ja, wir haben auch das digitale Cockpit, das dann 12,3 Zoll misst. Und ja, beides ist serienmäßig. Serienmäßig ist dann außerdem das Head-Up-Display. Es gibt auch noch ein, zwei weitere Komfort-Features. Genau zu denen kommt dann jetzt Fabian. Ich könnte euch jetzt irgendwas erzählen von Assistenten, von der Boris & Wilkins Anlage, aber besonders letzteres. Ja, sie klingt richtig gut, aber wir haben halt hier mit dem V8 auch nochmal einen ganz anderen Soundtrack. Das heißt, es muss nicht unbedingt die schöne optionale Soundanlage sein. Kommen wir mal zum komfortablen Fahreindruck des M850i Gran Coupé. Ich kann es nicht verleugnen, seit dem ersten Moment an, wo ich dieses Fahrzeug im Studio gesehen habe, dachte ich, den haben sie gut gemacht, den haben sie schick hingekriegt. Der hat alles, was mich so an einem Fahrzeug reizt, und zwar positiv reizt. Und jetzt endlich fahren, super. Jetzt haben wir hier, wie üblich, auch wieder so gut wie alles drin, da kommt ja nicht mehr arg viel drüber über dem M850i. Und von der komfortablen Fahrweise kann ich schon mal sagen, ich glaube, dieses Fahrzeug schafft einen guten Schnitt von zwei eher nicht zu vereinenden Funktionen. Das heißt, jetzt hier auf der Landstraße ist der super angenehm und wir haben durchaus einen teilweise leicht unruhigen Asphalt. Aber federt und dämpft alles sehr schön weg. Dabei bleibt er dann auch in, ich sag mal, ein bisschen engeren Passagen durch die Integralaktivlenkung. Das heißt, Hinterachse lenkt ein wenig mit, auch sehr agil. Und je nach Mod schiebt man diese Agilität ja nochmal bei der Geschwindigkeit etwas weiter nach oben. Was mir auch sehr schön gefällt, ich habe das Fahrzeug von Jens übernommen. Also Jens ist quasi der Letzte gewesen, der davor gefahren ist. Danach war das wieder desinfiziert und so weiter und so fort. Und Jens sitzt sehr gerne hoch. Und ich dachte schon beim Einsteigen, oh je, bitte nicht. Und dann habe ich den Sitz ungefähr 30 cm in die Tiefe geschoben. Und das, finde ich, gehört auch zu so einem Gran Coupé dazu, dass man sehr schön tief sitzen kann. Also ich habe jetzt keine komplette L-Position von den Beinen, aber vom Gefühl her sind sie verhältnismäßig flach angeordnet. Ich finde, das macht diese sportive Sitzposition aus. Jetzt haben wir ein Fahrzeug, das gut über 5 Meter lang ist, gut über 2 Tonnen wiegt und wir sind auf einer Strecke, die für einen kleinen Roadster schön wäre oder für Motorräder. Und ich bin gespannt, was jetzt hier passieren wird. Bisher passt er noch ganz gut durch die Kurven und es ist ein unglaublich schönes Gefühl, noch mit so einem richtigen Motor, um das mal ganz vorsichtig zu sagen, hier
durch die Wälder zu fahren. Das heißt, wir haben diese unglaublich schöne Klangkulisse, SV8 Biturbo, und wir sind nur in Komfort unterwegs. Das heißt, er kommt beispielsweise dann auch stark in die Effizienzregelung rein. Das heißt, er möchte eigentlich unter 2000 Touren daher cruisen, was sehr schön sein kann. Aber noch etwas schöner ist es dann in Sport Plus, eine richtig schöne, auch seine Musik in den Innenraum durchgibt und die Allradlenkung, also wenn die Hinterachse so in den Kurven mit einlenkt, die macht ihn schon etwas kürzer als die über 5 Meter, die er laut dem Datenblatt hat. Und das Rausbeschleunigen, also ich kann das Grinsen ehrlich gesagt nicht so ganz verkneifen, denn solche Autos werden ja immer seltener. Es ist ein sehr teures Spielzeug, aber wie flott und direkt er dann doch hier auf das Einlenken reagiert, das hätte ich jetzt bei 2 Tonnen Gewicht nicht so ganz erwartet. Da sind teilweise schon ein paar sehr enge Kehren mit bei und trotzdem folgt er da ziemlich genau der Spur, die man im Lenkrad auch vorgibt. Dabei schluckt das Fahrwerk auch unangenehme Unebenheiten weg. Und ich habe jetzt mal das Fenster aufgemacht, einfach mal um so ein kleines Gefühl dafür zu bekommen, wie so die Geräuschkulisse ist. Denn hier im Innenraum bekommen wir so ein leichtes, schönes, angenehmes Dröhnen mit rein. Nach außen hin ist der 850i aber noch einer der wenigen, die schon richtig laut sein können. Aber da macht er eben auch so den Standpunkt des edlen Luxus-Cruiser-Sportwagen klar und ist nicht so ganz laut im Innenraum, dann dementsprechend nur laut nach außen hin. Aber im Innenraum kann man es auch mal etwas ruhiger angehen lassen. Ich kann es nur noch mal betonen, die Hinterachslenkung hier insbesondere mal abbiegt, wie er sich dann um die Kurve rumschiebt. Wunderschön. Ja, das 8er Gran Coupé ist in meinen Augen eine ziemlich runde Sache. Gesetzt im Fall, man hat das nötige Kleingeld und die paar Extrascheine übrig, denn nach so einem, nehmen wir mal, sportlichen Ausflug, kann man sich dann auch einfach hier die Sitzbelüftung anmachen. Und dabei ist das Schöne, ich weiß nicht, ob wir das je erwähnt haben, aber die saugt die Luft durch den Sitz an. Das heißt, es gibt ein extra frisches Gefühl gegenüber den konventionellen, die durchblasen. Eine rundum runde Sache mit vielen schönen Ecken und Kanten und richtig Charakter. Es gibt eben nur einen großen Haken, und das ist der Haken, wenn der Händler fragt, auf welche Kreditkarte er das Ganze buchen soll. Ich kann mich nur wieder wiederholen, wer die knapp 151.000 Euro übrig hat, viel Spaß damit. Wir hatten auf jeden Fall auch viel Spaß. Insgesamt eingeordnet finde ich, er macht einen guten Job als Grand Coupé. Heißt, man hat quasi zwei Fahrzeuge in einem. Der Preis legt das ja auch nahe, ist ja viel Geld. Das heißt, einmal haben wir ein sehr sportliches Fahrzeug, andererseits aber auch ein fast schon praktisches Fahrzeug, wo man auch mal einen Teil der Familie mitnehmen kann. Das war's auch schon mit diesem Video und dementsprechend auch mit dem BMW M850i Grand Coupé. Jetzt natürlich die Frage, wie gefällt euch dieses Fahrzeug? Ich glaube, es gibt einiges dazu zu sagen, viele Emotionen, die hier sprechen. Sagt eure doch mal gerne unten in den Kommentaren und wir mischen dann wie immer mit. Falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben sowie über ein Abo freuen, wenn ihr das nicht schon längst dagelassen habt. Ihr könnt uns auch sehr gerne auf Instagram folgen, meine persönliche Empfehlung, da sind wir nämlich auch sehr aktiv. Und bevor ich jetzt hier wirklich weggeblasen werde, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin, ciao, macht's gut, bleibt gesund.